Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute haben wir mal ein Fahrrad mitgebracht euch, und zwar das Pivot Switchblade, das neue von 2020. Ja, genau, wir haben ein Testrad aus dem Schaltwerk Schweigern, da ist es her. Wir haben das heute mal ein bisschen über den Trail gejagt, beziehungsweise ich habe den Matze heute dabei und der Matze hat das Teil bisher über den Trail gejagt und er ist auch in den letzten Tagen schon mal Test gefahren und durch das, dass er ziemlich viele Räder Test fährt, also auch selber ein Firebird 29 hat, das neue Mach 4 SL hat und auch viele andere Räder von Yeti und Ibis und Trek schon gefahren ist, kann er das Rad so ein bisschen einschätzen, deshalb habe ich heute den dabei. Dass der das einfach mal so ein bisschen kategorisiert, das sagt euch da gleich was dazu. Genau, einfach von mir kurz vielleicht einen kurzen Überblick zu den Komponenten. Wir haben ein komplettes Fox-Fahrwerk, hinten den Fox DPX2, vorne eine Fox 36, vorne mit 160 mm, hinten mit 142. Genau, 29 Zoll Laufräder von DT Swiss. Komplett XT-Bremsen, eine Fox-Sattelstütze und Maxxis-Reifen. So mal als groben Überblick und die neue 12-fach XT ist verbaut. Das jetzt mal als grober Überblick. Wir haben das Rad noch ein bisschen getuned mit S-Collapse-Sachen. Und zwar haben wir einen S-Collapse-Sattel drauf gebaut und die neuen 7-11R-Griffe, damit das einfach richtig geil passt und richtig geil Spaß macht. Ja, ihr seht schon, hier am Rad sind so komische Dinger dran. Und zwar sind es zwei Shockwiz, einmal am Dämpfer und an der Gabel. Und was es genau ist, das erkläre ich jetzt der Matze. Hi, ich bin der Matze, wie der Jonas mich schon angekündigt hat. Und ich hatte das Privileg, dieses Switchblade, dieses nagelneue Rad vom Schaltwerk Schweigern für eine ganze Woche auszuleihen und bin damit schon jetzt 220 Kilometer gefahren und jetzt haben wir uns heute nochmal getroffen, um ein bisschen ein kleines Video zu machen und ich kann so viel verraten, dass das Rad sehr, sehr viel Spaß macht. Ich bin schon relativ viel gefahren, ich fahre seit 20 Jahren Mountainbike, bin auch im Downhill unterwegs gewesen, habe auch in den letzten Jahren habe ich mir einfach gesagt, das Leben ist zu kurz, um schlechte Räder zu fahren und habe dann auch viel einfach gekauft und wieder verkauft und habe so, bin immer eigentlich so ein bisschen auf der Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau und suche auch irgendwie ein Rad, das Spaß macht auf den Home Trails, aber genauso auch überall anders. Ich denke, diese eierlegende Wollmilchsau, die ich so ein bisschen auf der Suche bin, da kommt das Switchblade ziemlich nahe. Was ich gemerkt habe, tatsächlich, wenn es irgendwie größere Sprünge sind, dann habe ich das Gefühl gehabt, dass der Hinterbau durchschlägt. Das könnte man dann allerdings, gibt es dieses Ding auch mit einem Life Valve, was durchaus dieses Problem beheben würde. Ich war ein bisschen skeptisch, weil das Rad in 66er Lenkwinkel hat. Und ich bin das Ibis V1 damals mit einem 66er Lenkwinkel gefahren und fand es ein bisschen nervös. Wir sind heute jetzt ziemlich, sag ich mal, kleine Sachen gefahren. Das heißt, dieser 66er Lenkwinkel, der kommt dem Rad in dem Sinn entgegen, dass halt brutal gut um die Kurven geht. Es ist brutal verspielt. Das Fahrwerk selber, dieser Hinterbau ist einfach phänomenal. Du ziehst irgendwo ab an der Wurzel oder so und das Ding fliegt halt einfach und es macht einfach brutal Spaß mit dem zu fahren. Durch die kurze Kettenstrebe lässt sich auch das Hinterrad super irgendwie in die Kurven drücken und der Spaßfaktor von diesem Rad steht ganz oben. Wenn du jetzt natürlich auf deinem Hometrail jede Sekunde rausholen willst und das auch wirklich willst, dann würde ich tatsächlich wahrscheinlich zu einem Firebird 29 greifen, weil das tatsächlich alles platt macht. Aber das ist ein durchaus sehr lebendiges Rad und man kann tatsächlich Spaß haben. Wir haben ein bisschen mit den Shockwiz gearbeitet. Die Shockwiz, die erzählen dir, wie du dein Fahrwerk eigentlich abstimmen kannst. Natürlich immer nur das, was du fährst auf diesem Trail. Ich habe einfach so ein Grundsetup, was ich immer bei der Fox 36 mit 160 mm fahre. Das haben wir heute mal eingestellt. Und genauso auch am Hinterdämpfer. Da sagt er dir im Endeffekt genau, ob du Luft ablassen sollst, ob du Volumen Spacer oder sogenannte Tokens,
in die Gabel rein tun sollst oder ob du Luftdruck dazugeben sollst, weniger Zugstufe und genauso auch Low- und High-Speed Compression. So viel dazu. Ich war immer ein bisschen zu blöd, das alles einzustellen, deswegen arbeite ich gern mit dieser modernen Technik und die funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Vorausgesetzt, du weißt, was du für einen Fahrstil haben willst. Also ich habe so Neutral Poppy, heißt das, was ich mir eingestellt habe und das merkt man tatsächlich, dass das dann auch so fährt, wenn man das dann tatsächlich so abgestimmt hat. Ich habe dann tatsächlich in meiner Testphase ein, zwei Tage gebraucht, bis ich die richtige Lenkerhöhe gemacht habe. Ich habe dann das auch so übernommen, schon vom Schaltwerk Schweigern wurde der Vorbau umgedreht, was sich als sehr positiv erwiesen hat und mir baut auch bei diesen staubigen Bedingungen dann ganz gut Druck auf dem Vorderrad auf, ohne dass man sich weit vorlehnen muss. Die Eingewöhnungsphase auf dem Rad ist relativ kurz. Normal brauche ich immer so ein, zwei, drei Tage, um mich tatsächlich auf ein Rad einzuschießen. Hier kann man tatsächlich sagen, nach einem Tag, das ist so ein bisschen das Draufsitzen und Wohlfühlen. Und es gibt einfach andere Räder, zum Beispiel das Yeti, wo ich gefahren bin. Da habe ich einfach 8 Wochen Eingewöhnungsphase gebraucht, um überhaupt dann zurechtzukommen. Zu guter Letzt, keine Ahnung, ob mir das auch zusteht, da ein Fazit zu machen. Wie gesagt, ich bin eigentlich ein ganz normaler Fahrer, habe ein bisschen runtergeschraubt in den ganzen letzten Jahren und versuche einfach zu cruisen. Bei dem Rad steht einfach der Spaß an Vordergrund, es macht einfach brutal Spaß. Also wenn du ein Rad suchst, das einfach nur Spaß macht und mit dem du auch mal eine längere Tour fahren kannst, einfach weil der Hinterbau sehr antriebsneutral ist, dann wirst du wahrscheinlich mit diesem Rad einen sehr guten Begleiter finden, der dich von einem Marathon über einen Alpencross, aber auch für so eine Trail Trophy und vielleicht sogar das ein oder andere Enduro-Rennen ganz gut begleiten wird. Wenn du jetzt allerdings viel im Park fahren würdest, würde ich einfach sagen, kauf dir ein Firebird 29. Da bist du mit noch mal ein bisschen mehr Reserven am Hinterrad besser bedient. Ansonsten gebe ich euch den Tipp, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, drauf zu sitzen, eine Runde zu drehen, dann tut es. Macht euch einfach auch die Mühe, den Dämpfer richtig aufzupumpen, den richtigen Luftdruck zu fahren und ihr werdet einfach merken, das ist ein richtig, richtig gutes Rad, was natürlich auch seinen Preis hat. Jo, also der Matze hat euch jetzt schon echt, finde ich, einen guten Überblick gegeben über das Bike, was es kann, wie wir getestet haben, wie wir es gefahren sind. Und ich denke, da habt ihr jetzt echt schon zwischendrin auch schon ein paar coole Shots gesehen von dem Teil. Ein paar Detailaufnahmen habe ich euch zwischendrin geschnitten. Genau, wir werden, das Rad steht ab sofort im Schaltwerk Schweigern und wir werden da auch noch ein bisschen rumexperimentieren, gerade mit dem Lenkwinkel, den vielleicht auch noch ein bisschen auf Race umbauen und gucken, was wir da noch rausholen und ob sich da was verändert. Auf 65 Grad hat der Matze mir gerade gesagt. Einfach mal da noch ein bisschen rumschrauben und ein bisschen rumprobieren, ob wir da noch ein bisschen was rausholen. Aber wie der Matze schon sagt, das Rad ist echt schon ziemlich geil. Ich habe jetzt auch das Glück, dass ich das die nächsten paar Tage ein bisschen fahren kann und vielleicht seht ihr da im ein oder anderen GoPro-Video mal noch was. Für euch als Info noch, was ich ganz wichtig finde, das Rad steht ab sofort als offizielles Testbike im Schaltwerk Schweigern. Das heißt, wenn ihr mal Bock habt, so ein Rad zu fahren, mal ein paar Tage mitzunehmen und da wirklich Interesse dran habt, dann schaut im Schaltwerk Schweigern vorbei, da könnt ihr das Teil testen. Und was für euer Rad vielleicht auch ganz wichtig ist, diese Shockwiz, die da dran sind, die sind ja nicht nur an dem Rad möglich, dass man die da fährt und nur an dem Rad sein Setup da dafür findet, sondern die kann man ja an jedes Rad, an jeden Dämpfer bauen und deshalb gibt es auch die zum Ausleihen im Schaltwerk Schweigern. Also wenn ihr mal grundlegend euer Rad einstellen wollt, eure Federelemente einstellen wollt und da dafür ein bisschen Hilfe braucht, weil man kann da ja so viel mittlerweile dran einstellen, da brauche ich meine Probleme teilweise. Wenn ihr da mal ein Setup braucht, dann leiht euch die zwei Teile im Schaltwerk Schweigern aus, kriegt ihr so einen kleinen Koffer. Und dann könnt ihr das daheim auf euren Trails oder im Bikepark oder sonst wo mal testen und euer Setup finden. Und genau, ich würde sagen, das war's jetzt schon von dem Video. Ihr kriegt jetzt noch ein paar schöne Bilder
Ich schneide euch alle Aufnahmen, die wir gemacht haben, nochmal schön zusammen. Und ihr bekommt jetzt noch ein paar Bilder auf die Augen. Und ich würde sagen, das war's dann von dem Video. Vielen Dank an Matze, dass der heute dabei war, dass der mitgefahren ist, dass der hier euch ein bisschen was erzählt hat. Weil durch das, dass er so viele Räder fährt, hat er da ein bisschen besseren Überblick. Und auch vielen Dank an Schaltwerk Schweigern, dass wir das Bike mitnehmen konnten, dass wir das testen konnten. Richtig cool. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat, ob ihr mehr solche Videos wollt. Wir hätten da vielleicht noch ein, zwei Bikes im Petto, wo wir auch so ein Video drüber drehen können. Genau, also schreibt es einfach in die Kommentare, ob euch das gefallen hat, so wie es jetzt war. Oder ob ihr irgendwelche anderen Sachen noch mehr sehen wollt, ob ihr auf andere Sachen noch mehr eingehen wollt. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Bike habt oder zum Shockwiz habt oder irgendwie, dann meldet euch entweder beim Schaltwerk Schweigern oder schreibt es hier in die Kommentare, dann beantworten wir das auf jeden Fall auch. Und ja, jetzt würde ich sagen, haben wir genug gelabert. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Ciao.